Ihr wollt wissen, was es damit auf sich hat? Machen wir, ne? Mehr so. Zaubermaus. Bisschen. Zaubermaus Stella. Schönste Frau von Welt, sorry. Ist so. Lass mal. Bisschen Hyaluronsäure, ein bisschen Meso. Bisschen frisch. Bisschen und Anti-Aging und ein bisschen Anti-Aging. Anti-Aging ist gut. Und kein Auer, ja? Bisschen. Ich bisschen. Möchte nicht weinen, Stella. Okay. Es kommt keiner zu dir, wenn ich weine. Dann machst du die Kamera einfach aus. Genau, schneiden wir raus. Dadurch, dass du eh schon so viele Supplements nimmst und dein Aminosäurehaushalt gut ist und kontrolliert ist, wirst du von den Behandlungen, von der Behandlung mit den biostimulierenden Fäden auch was haben. Das wird auf jeden Fall, die Haut wird etwas straffer, das Ganze wird Kollagen aufbauen. Let's go. Und der Hals etwas straffer. Gut, dann mache ich da jetzt erstmal Betäubungscreme drauf. Bitte. Ist doch nicht so, als würde ich das zum ersten Mal machen. Mhm. Ich werde heute nicht weinen. Du kannst doch mal ein bisschen absaugen. Hier. Aber mir ist noch nicht warm. Noch nicht? Nee. Absaugen? Was? Was wird das? Du kannst Haut nicht wegsaugen. Ja, sie möchte das submentale Fettkompartiment, dieses kleine Cervix-Fettkompartiment entfernen. Wie soll das gehen? Der Physiotherapeut, der mir Schmerzen zufügen wird, oder Stella? Ich kann mich jetzt entscheiden. Ich kann auch einfach nur die Schnauze halten. Ich bin jetzt leise. Ich tue dir nicht weh. Ich müsste mich tatsächlich mal 2 Wochen schlafen legen lassen. Ja. Dann könnte man mich komplett restaurieren dabei und komplett tätowieren. Fällt sowas noch? Ja, nicht so. Feige. Ja, eben. So wie Steve gerade sagt hier. Ne, da muss man auch durch. Warum, feige. Ey? Ich muss schon trainieren. Aktiv. Das, das reicht doch. Bilden das dazu, dass du den Schmerz erlitten hast, um es auf deinem Körper tragen zu dürfen. Schmerzen ertragen, mein Leben. Nee, es gibt noch diese schönen Dinger, noch nicht, die du langsam anrufst. Erst wenn es vorbei ist, ja? Kriegst du Aufmalbilder? Was? Diese Aufmaltattoos oder diese Dinger, die du anleckst und dann auf deinen Arm klebst. Die früher bei den Kaugummis dabei waren. Genau, die waren geil, die waren episch. Episch, so, genau. Das war was SpongeBob auf der Stirn. Angie hat wahrscheinlich gar keine Tattoos. Die setzt sich jeden Morgen hin und malt sich die aus. Und mal ich das Edding. Ja, ich hab nur die ganze Nacht wach. Wecker geht um 3 Uhr. Deswegen pennt die nicht. Jetzt haben wir auch endlich mal den Grund für deine Energy Drink gesucht und für deine Schlaflosigkeit. Warum sind denn alle Menschen von diesen scheiß Energy Dingern? Ich muss mich entwöhnen, das ist keine Ahnung. Das ist so eklig, das Zeug. So nee, es geht gar nicht. Vor allem das Ding ist ja, du achtest auf alles, auf deine Ernährung, und dann sollst du einfach. So eine Scheiße. Aber ich bilde mir mal einen Kong, das Billige hat nicht so viel Scheiße drin, das kann ich gar nicht leisten. Deswegen sauge ich ja nur das Billigste. Meinst du jetzt schon? Was? Nein, ich weine noch nicht. Ach so, du sah also nass aus in deinem. Noch nicht! Noch nicht. So, warum? Weil ich das gesagt habe. Nee, warum? Schneidet er das nicht raus? Nee, warum kriege ich das Ding da jetzt gerade? Damit das wirkt. Damit die Creme besser einzieht. Das hat die sonst nie bei mir gemacht. Habe ich ja vorher nicht gehabt, die Dinge. Das macht die nur für die Kamera, guck mal. Das hat die nie vorher gemacht. Extra Plastik. Prep. Das zu lügen. Was? Nein, so, aber doch nicht bei dir. Ich habe das falsche Geschlecht. Ich weiß.
Ja, und die falsche Ausstrahlung. Gib mir so auf den Sack. Ich will so 58, 60 haben. Stella, ich adoptiere dich für eine Woche. Ich koche für dich. Aber du zwingst mich nicht, oder? Tut nicht weh. Zu was zum Essen? Ja. Wie sollst du denn sonst zunehmen? Wir können es ja auch an die Hüfte kleben. Dein Ernst? Das tut doch jetzt schon so weh. Puh. Du hast doch den Krebsspann. Fett den Ball, ja. Das kann doch nicht sein. Ich schon wieder. So ein Jennys Hand. Nein, ich will nicht Jennys Hand nehmen. Die breche ich, ey. Ich breche jede Hand. Der kostet 3 Euro. Ja, gib alles. Was ist da drin? Glibber oder Wasser? Luft. Ach so, okay. Die Frage ist immer, warum diese Betäubungssäure? Wir können das einfach uns schenken. Aber wenn das schon so weh tut, wie wäre es dann ohne die Salbe gewesen? Eben. Das habe ich auch schon gehabt ohne. Das war nicht schlimmer. Mies. Das findet jeder mies. Das ist ja die ganze Mimik auch so, ne? Die Nerven. Und musst du einfach auch mal an die Dingens denken, an die Zähne. Jeder Zahn kriegt noch einen einzelnen Nerv ab von einem riesigen Nervenstrang. Ne? Und alles in der Nähe und dann kommst du noch mit Metall. Einfach atmen. Genau, einfach atmen. Ich finde den Vergleich mit dem Kniebeugensatz übrigens irgendwie, es ehrt mich. Ja, sie hat gerade gesagt, es ist wie ein Kniebeugensatz. Okay, ich merke nichts. Auge ist nicht so schlimm. Ich merke nichts. Tolles Räumlich. Ach, Ich stehe noch nicht vom Nervenzusammenbruch. Ach, das passt schon. Das ist so eine Nadel, die ganz kurz eine Sekunde eingeführt wird und wieder entfernt wird. Das ist schneller vorbei, als dir einfällt, dass es dir wehtut. Das ist ja mental alles total klar. Ist ja auch nicht so, dass ich nicht hart im Nehmen wäre. Ist ja auch nicht so, dass ich jetzt noch nie tätowiert worden wäre. Ja, Tagesform. Aber wenn ich hier hinkomme, habe ich immer eine beschissene Tagesform. Ja, selbst wenn wir langfristig planen. Erst hieß es, das ist immer so, weil wir das so spontan machen. Ja, ja, ja. Am Ende des Tages muss ich ihr unterstellen, dass es wegen mir ist. Nee, nicht spontan. Das sind immer die anderen Schuld. Nein, das ist, das, ne? Das ist ganz normal. Ich sage, das ist einfach wegen meinem Grundstress. Ja, klar. Ich müsste wahrscheinlich wirklich so sonntags ausgeschlafen, was ja nie funktioniert, einfach kommen. Sonntags? Wärst du mich in Ruhe? Ja, oder samstags, egal. Also einfach an einem freien Tag. Bitte. Ja. Ah, ja. Im Ernst? Ja, das ist ernst. Ja, atme einfach mal zwei Wege. Steiger dich noch nicht so rein. Gar nicht. Schmerz ist nur ein Warnsignal des Körpers, dass da etwas passiert. Aber in Wirklichkeit passiert da ja nichts. Ich hab keine Östrogene mehr. Morgen. Ja, morgen hast du keine Östrogene mehr? Ja, ich kann das entschieden. Läuft. Brauchst du sowieso nicht. Ich wollte doch schön werden. Nein, das tut gar nicht weh. Das tut eigentlich gar nicht weh. Nicht so. Wirklich? Nee? Nee. Der daneben. Gib mir mehr. Tut er weh? Nein. Mm-mm. Dezent. Ich werde die neue Synchronstimme von wem? Von Dolly Buster. Die Synchronstimme werde ich. Ich bin so ein Multitalent. Okay, entspann dich, ey. Ui. Alles gut. Alles gut. Dezent.
was mir hier. Warum? Ich muss so ein bisschen oberflächlicher reingehen, an den einen oder anderen Stellen, wo es so bläulich durchleuchtet, weil da Gefäße sind und ich dich nicht blau haben möchte. Dann hör doch einfach auf jetzt. Dann hör doch jetzt einfach auf. Ich spritze es. Ja, warte, du wolltest sie doch auslassen, aber ich wollte den jetzt eben wegmachen. Ja. Ich komme einfach nie wieder. Die Straße wird es einfach nicht mehr geben. Das Fäden ziehen. Fäden legen, ja. Gut, dass ich das dann im Video auch mal sehe. Dann komme ich sowieso nie wieder. Dann ist okay. Das Geheimnis der ewigen Jugend. Fuck myself, ehrlich. Und der baut sich langsam ab? Und was zurückbleibt, ist Kollagen. Ach cool. Und diese Fäden, das wirkt halt immer richtig, richtig geil, wenn du dich eh schon so gut versorgst mit Supplements. Ja. Dann hast du da was von. Okay. Bei Frauen, die nicht vernünftig essen, nicht supplementieren, was soll sich da aufbauen? Die verstoffwechseln den Faden und bums. Ja. Genau. Das ist aber das Gleiche mit vielen anderen Behandlungen. Es wird verstoffwechselt und tschüss. Weil der Körper einfach sagt, ja, schön. Fremdkörper abarbeiten, raus damit. Genau. Und es bleibt einfach kein Reaktionsgewebe zurück. Heide Witzka. Ja, das sieht auch so aus, als würde es gut tun, muss ich echt sagen. Ja, vor allem, welches Betäubungsmittel wird bei Angie geholt? K.O.-Tropfen. Mhm. Vielleicht doch das Chloroform. Angie trinkt K.O.-Tropfen weg. Nei. Ist ja für den guten Zweck. Oh, wir sind gerade an meinem Hals, nicht an meinem Gesicht. Ja, aber das gehört ja dazu. Das ist der Rahmen des, ja. Genau, da sitzt das Gesicht da drauf. Du, großartig sehen bist du gar nichts. Es dauert 6 bis 8 Wochen, bis sich die Fäden aufgelöst haben. Wir sind im Endspurt. Wäre auch mal gesagt, und dann ging es noch 2 Stunden. Ja, ist so. Ich bin gleich fertig. Na? Halbe Stunde später. Das Geilste ist, ich habe so ein Ganzkörpertraining dabei, ne? Ich werde morgen einfach Muskelkater im ganzen Körper. Nei. Quatsch doch nicht. Stella, halt du doch einfach mal die Fresse, bitte. Nein, ich ärgere dich jetzt. Was wolltest du sagen? Was wolltest du so für schön definierten anti-muskulär-rassistische Sprüche gibt's hier nicht. Was? Ich hab nur gesagt, für mich, mir, das wäre, weißt du auch warum? Für mich, mir. Ich würde es wahrscheinlich, ich kann das Gefühl nachvollziehen. Es kommt ein kleiner Muskel, du denkst, oh, der ist schön. Dann kommt der ein bisschen größer, du denkst, oh, der ist geil. Ja, ich verstehe, dass man sagt so, das macht mich an. Ich habe keinen Bock auf die Arbeit dafür. Ich bin ja ein Mensch der Extreme. Ach. Ja. Ist Angie eben nicht aufgefallen? So gar nicht. Da prallen 2 völlig unbekannte Welten aufeinander. Ja, sonst kann man so einen Scheiß auch nicht machen, ey. An unschuldigen Seelen wie mir. Warum, Stella, warum? Ich finde mich gut. Das wirst du gleich sehen, warum. Erste Mal in diesem Jahr mal für eine Minute entspannen. Nein. Okay. Doch. Ne, 5 Freunde war auch nicht meins. Ich überlege gerade, was war denn meins? Benjamin Blümchen. Das waren denn eure Kinderserien. Bibi und Tina. Millennials. Nee, Bibi und Tina. Millennials. Ich habe eine Freundin, die hört bis heute noch Bibi und Tina. Oh, komm,
kommen, wenn man so 5-6 Jahre alt ist. Hört meine Tochter gerade auch auf der Toni-Box mit einer Toni-Figur. Ist so, wollte schon sagen, ja, also. Fertig, jetzt auch die 5 Minuten. Das ist nicht dein Ernst. Atme einfach ein bisschen und sei lieb. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ich denke, ich bin fertig. Ich freue mich, jetzt fängt die wieder an. Mein Kameramann sagt, ich soll schnell die Abmoderation machen, bevor ich ohnmächtig werde. Also mir ging es schon besser, Leute. Ich sah schon schlechter aus, aber mir ging es schon besser. Vielleicht noch einen Schluck trinken. Ja, vielleicht einen Schluck trinken, genau. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich kann mir das ja erst im Video angucken, ne? Ich bin gespannt. Ihr wolltet sehen, was Angie so in ihrem Alltag macht. Jetzt wisst ihr das. Schönen Dank.